dann darf ich jetzt unseren nächsten Referent ankündigen, Eckhard Cyrian Scheller. Ich habe ihn gefragt, wie ich ihn denn vorstellen kann, und da hat er zu mir gesagt, er ist ein Mensch, der eine Vision hat. Er kommt aus einer Dynastie von Heilpraktikern, von den Kräutermeiern aus Hamburg, und zuerst hat es ihn gar nicht in diese Richtung verschlagen, sondern er war Künstler, er ist Künstler, er hat Kunst studiert und hat viele Jahre dort gearbeitet, und es hat ihn auch immer wieder hinausgezogen in die Welt, und erst später aus Erfahrungen mit eigenen Krankheiten ist er dann doch auch in die Tradition seiner eigenen Familien gekommen und hat sich dann einem Thema verschrieben. Er ist vor 20 Jahren mit den Forschungen des Dunkelfeldmikroskops in Kontakt gekommen und hat da angefangen, große Erfahrungen zu machen, gerade in Bezug auf den Candidalismus, wie eins seiner Bücher heißt, die Belastung des Körpers mit Pilzen. Und er wird uns heute in seinem Vortrag erzählen, wie seine Therapie, die Infopathie-Therapie, worauf die basiert. Und er hat es mir vorhin noch gesagt, es basiert auf dem Prinzip der Einfachheit. Und ich freue mich sehr, dass er da ist, und ich sage herzlich willkommen, Eckhard Cyrian Scheller. Ja, also ich möchte gerne, dass die Symbionten, die in Ihnen ja sind, Ihnen überhaupt bekannt werden. Es ist ein Leben im Menschen, das im Allgemeinen nicht bekannt ist, obwohl von dem Professor Enderlein über 40 Jahre lang erforscht, leider nie gewürdigt und als Abfallprodukt vom Hämoglobin bezeichnet, kein Leben, aber die Grundlage aller Lebensformen bedeutet. Also tiefer kann eine Kluft gar nicht sein. Und ich glaube, auch hier ist also der größte medizinische Fehler überhaupt entstanden, Leben als tote Materie zu bezeichnen. Ein erforschtes, existierendes Leben, das in uns ist, das in jeder Lebensform lebt, sichtbar, erkennbar, erforschbar, in allen Pflanzensäften, in jedem Tierorganismus existiert. Das heißt, wir haben natürlich damit enorme Zugänge, wenn wir uns jetzt jetzt läuft's. So soll es laufen. Und so läuft es auch in uns. Dieses ist natürlich jetzt aus dem Kreislauf heraus. Ein Tröpfchen Blut aus der Fingerbeere reicht vollkommen aus, um in 2000-facher Vergrößerung oder mehr dann sehr detailliert zu zeigen, so dass man sehr genau sehen kann, was in uns existiert. Und jeder wird sagen, da lebt ja etwas. Offizielle Meinung, Abfallprodukt vom Hämoglobin, das in der Brownschen Molekularbewegung zittert. Das heißt, keine Lebensformen. Der gute Professor Dr. Günther Enderlein als Zoologe wurde auch nie ernst genommen, weil er halt sich mehr mit den Insekten befasste und den kleinsten Parasiten, und der erforschte oder er widmete sein Leben diesen Symbionten. Er hat sie klassifizieren können, er hat sie einordnen können, und er hat eben auch gesehen, diese parasitäre Entwicklungsform der Symbionten, man nennt es Pleomorphie, also Vielgestaltigkeit dieser Symbionten, die sich parasitär in die Hochvalenzen entwickeln können, bis daraus sogar Schimmelpilze werden, die für die Auflösung zuständig sind. Auflösung von Organismen. Symbionten sind Leben, und zwar Leben im Optimum. Symbionten sind für uns nicht bekannt in der Form, weil wir alles, was symbiotisch in uns lebt, eigentlich nur als die Darmbakterien kennen, die Darmflora und so weiter. Alle Mikroorganismen, die letztendlich in uns leben, sind symbiotisch in uns, also auch Symbionten. Aber diese Art ist nicht bekannt. Und obwohl man so viel darüber redet und schreibt und die Forschung von Professor Enderlein ja auch weit über die Welt verbreitet ist, ist es aus den Insiderschuhen bisher nicht rausgekommen.
Es ist erstaunlich, dass nicht mal auf den Heilpraktikerschulen ein Wort darüber verloren wird. Keiner benutzt das Dunkelfeld, das 100 Jahre alt ist. Also das ist ja nichts von gestern, das ist ja etwas von vorgestern, längst benutzt und erforscht. Und man kann hier doch sehr detailgenau diese Symbionten dann in der Bewegung sehen. Und die Forschung bis heute geht so weit, dass man die Aminosäuren darin erkennen konnte, aber nichts weiter. Ich bin mal über einen Satz von Professor Fritz Albert Popp gestolpert, der sagte, und das auch schriftlich niederschrieb, dass ein Biophoton eine Speicherfähigkeit von zwei menschlichen Gehirnen hat. Genau. Oh, das genau so ging mir das. Ich konnte das also auch nicht fassen. Mir war klar, er wollte damit ausdrücken, unendlich. Eine unendliche Speicherfähigkeit liegt diesem Symbionten zugrunde, wenn die Biophotonen die Vorstufen sind. Als halbmaterielle Lichtanteile kennen wir Biophotonen. Ja? Wir kennen den Photonenstrom als Leben. Und interessanterweise ist, wenn wir jetzt, das ist ja meine Vision letztendlich, den Gedanken weiterspinnen und diese Symbionten das gleiche Informationsprogramm enthalten wie jetzt die Photonen, dann müssten ja die Vorstufen eigentlich die Lichtquanten sein, die auch wiederum alle Informationen von uns enthalten, die aber auch, wenn es unser sogenannter Lichtkörper ist, der daraus eben erschaffen wurde, dann ist ja diese gesamte, sind das ja Schöpfungspartikel, die sich von einer Inkarnation in die nächste Inkarnation weiter in der Form der Symbionten verbreiten, weil Symbionten sind die verdichtete Form als Materie. Dann müsste ja das gesamte Informationsprogramm aus der Schöpfung aller Inkarnationen und so weiter bis heute, bis jetzt in diesen Symbionten vorhanden sein. Damit würden sie ja speichern ohne Ende und ohne Ende an uns zurückgeben, diese Speicherung an das Bewusstsein, an die DNA, sodass wir ja letztendlich mental auch die Möglichkeit hätten, einen Einfluss auf diese Informationsquelle zu nehmen. Also, wenn Symbionten Gesundheit pur sind, absolut Perfektion, keine Widerrede, nicht links und rechts, sondern 100%, dann werden sie ja immer alles tun, wenn ihnen die Fähigkeit besteht, das heißt die Fähigkeit, ist halt das Milieu. Wenn das Milieu, das Blutmilieu in Ordnung ist, und das Wort Blutmilieu gibt es schulmedizinisch auch nicht, weil das Blut offiziell steril ist. Deswegen redet man vom Abfallprodukt, weil diese Symbionten einfach nicht sein können. Wenn das Leben wäre, müsste man, wenn man das Leben in dieser Form anerkennen würde, die gesamte etablierte Medizin neu schreiben. Komplett neu schreiben, weil man könnte auch nicht antibiotisch handeln, man könnte einfach nicht, weil diese Symbionten natürlich auch darauf reagieren, da sie auf alles reagieren. Welchen Einfluss haben denn wir, wenn wir das wissen, auf diese wunderbaren Symbionten und auf die parasitären Entwicklungen? Diese ergeben sich ja nur, wenn das Milieu umkippt, wenn das Milieu wie ein Teich so stark belastet wird, bis dieser Teich umkippt und wir das ganze parasitäre Form, die ganzen Entwicklungsstadien haben, die sich jetzt bemühen, das Ableben vorzubereiten. Weil die Schimmelpilze, die sich daraus weiterentwickeln, die Auflösung dann tätigen. Also haben wir hier natürlich einen Schlüssel, einen Lebensschlüssel, der uns befähigt, einen enormen Einfluss darauf auszuüben. Und dazu müssen wir jetzt nicht unbedingt jetzt in Meditationshaltung uns darauf einstellen, wir können uns darauf ausrichten, auf ein inneres, optimales Blutmilieu. Wir können uns darauf ausrichten, dass die Symbionten wieder das
leisten, was wozu sie fähig sind, nämlich die vollkommene Gesundheit. Wir sehen immer wiederum die Krankheit. Und ich höre immer wie jeden Tag die gleichen Fragen. Was kann ich tun? Ich habe das eine oder das andere. Was kann man dagegen tun? Es ist das Verlangen nach einem Rezept. Aber wie können wir denn etwas tun gegen etwas, was sich daraus entwickelt hat, weil das Milieu sich verändert hat? Das heißt, das, was dazu geführt hat, würde weiterarbeiten. Wir würden eine Krankheit behandeln, die ja nur eine Folgeerscheinung ist, aufgrund dieser inneren Veränderung. Damit würden wir auflaufen. Das heißt, ein zähes Ringen beginnt, diese Krankheit in den Griff zu bekommen. Ja, und es wäre so einfach. Meine Vision ist nicht nur einfach, ist einfach, sondern letztendlich, wenn man die kleinen Schlüssel gefunden hat, dann wird die Logik, die geht natürlich dahin, dass es letztendlich einfach ist. Man braucht ja nur eine Korrektur vorzunehmen und dieses Milieu auszugleichen, was der Professor Enderlein auch die ganze Zeit gezeigt hat, ja, und wodurch auch die Firma, die er damals aufgebaut hat, dann diese isopathischen Mittel rausgebracht hat. Das ist alles ganz schön und gut. Ich habe hier kein Interesse, Mittel vorzustellen, sondern mir geht es um die Grundlage des Lebens überhaupt, dass wir das mit einbeziehen und dass wir dann natürlich lernen, wie können wir damit umgehen, wie können wir dann die Gesundheit wiederherstellen. Müssen wir unbedingt zu einem Therapeuten laufen, müssen wir das Mittel nehmen, müssen wir das schlucken oder was kann unser Körper selbst? Alles, was auch heute Morgen vorgestellt wurde, ist nicht nur sinnvoll, sondern wichtig. Wenn das Milieu entgleist ist und sich Parasiten, Pilze, Bakterien eingenistet haben, weil das Milieu nicht mehr so ist, wie es sein sollte, dann ist ganz klar, wir greifen ein, schauen, dass wir diese Dinge wegbekommen. Jetzt die Feinheit der Therapie wäre, das Milieu auch gleichzeitig auszugleichen und damit natürlich zu wissen, was hat denn dieses Milieu beeinflusst? Liegt derjenige auf Strahlungsfeldern? Ja. Ernährt er sich falsch? Ist er in Dauerstress? Was für Medikamente schluckt er? Welche toxischen Wirkungen entstehen daraus? Welche anderen Umweltbelastungen wirken auf ihn? Diese ganzen Dinge sind doch wichtig. Ja, deswegen ist auch, ich verändere jetzt meine Ernährung. Ich trinke jetzt jeden Morgen meine Green Smoothies. Toll, wunderbar, ein großer Beitrag. Würde aber das Quecksilber, das zum Beispiel im Gehirn ist, nicht verändern. Das würde ja weiter toxisch das Gehirn zerstören. Bestimmte Dinge haben es, was heißt Dinge, sondern bestimmte Formen haben es gelernt, sich ähnlich wie diese Hochvalenzen der Parasiten zu entwickeln. Und zwar, sie haben es gelernt, sich zu tarnen. Und die Tarnung brachte mich damals auf das Wort Camouflage, bekannt in der Kosmetik als Fleck da, was draufkleben, Fleck weg. Unsichtbar, Camouflage. Ist für jeder Kosmetikerin ist ein bekanntes Wort. Und Camouflage bedeutet letztendlich getarnte Formen, die sich nicht tarnen, indem sie nicht hier sind, sondern sie tarnen sich vor dem Immunsystem. Das Immunsystem erkennt sie nicht mehr als Erreger. Und das haben ganz besonders die Candida-Pilze geschafft, ja, sich so groß zu tarnen, so grandios zu tarnen. Jetzt hier in dem Film sehen Sie da oben auch ein paar kleine Bläschen dazwischen, die dann gleich hier in diesem riesigen, monströsen Nest dieses Nest aufbauen. Das heißt, die Bläschen haben sich aus dem Hefepilz so entwickeln können, dass sie keine Hefe mehr darstellen. Das heißt, Mutationsformen.
vom Immunsystem nicht mehr erkennbar, schulmedizinisch kein Nachweis, auch überhaupt keine Logik, das ist so, also es ist vollkommen unmöglich, weil Pilze brauchen Säure, das Blut ist nicht sauer und eine Hefe im Blut würde eine Hefe Sepsis bedeuten und damit würden wir das nicht überleben. Das hier ist ein riesen monströses Candida-Nest, ein Supernest, das letztendlich sich aus Thrombozyten zusammensetzt, weil die Bläschen, die kleinen Candida-Bläschen, die man oft im Randbereich wimmeln sehen kann, dann diese, da oben überall, das sind diese Candida-Bläschen, die dann diese Thrombozyten zusammenziehen, Thrombozyten für die Blutgerinnung ist ja jedem geläufig, und sich daraus ein riesen Nest, man muss es als Nest bezeichnen, bauen, weil hier die Keime eingelagert werden, und das sind die weißen Punkte da drin, die dann zu neuen Bläschen werden, die es gelernt haben, ausschließlich von der Glukose zu leben. Also ich würde heute nicht mehr leben, wenn ich das nicht damals rausgefunden hätte, weil ich war schon im Darmkrebs, hatte also da meine eigene Geschichte und deswegen habe ich auch mein Erbe dann als Heilpraktiker angetreten, weil ich mir selbst helfen musste, weil ich keine Hilfe mehr bekam. Und ich hatte damals dann glücklicherweise auf einem Seminar dann mein Blut einmal anschauen dürfen und das war für mich der heilsamste Schock überhaupt, weil das parasitäre Zeugs, was da aus den Zellen herauskam, das brachte mir bei mir nur ein intuitives Entsetzen, damit kannst du nicht mehr länger leben. Ja, und dann kam natürlich sofort auch die Entscheidung, damit werde ich arbeiten. So kam ich dazu, dass ich dann mir gleich das teuerste Dunkelfeldmikroskop kaufte, natürlich kein Geld hatte, aber man findet immer die Möglichkeiten, dann, wenn man das Beste haben will, dass es auch zu einem kommt. Und so konnte ich dann eben das Blut untersuchen, konnte dann eben diese Candida-Formen entdecken und sehen, dass das ja letztendlich, also mir sträuben sich heute noch die Haare, dass das letztendlich ein getarnter Pilz ist, der mit dem Hefepilz im Darm fast gar nichts mehr zu tun hat. Heute sehen wir diese Nester schon als direkte Übertragung nach Antibiotikern, als direkte Übertragung durch Haustiere, durch direkte Übertragung von anderen Menschen und der gesamten Nahrungskette. Weil die Massentierhaltung macht ja das Gleiche. Das heißt, wir haben Antibiotika, wir haben Antimykotika. Ja? Die Antipilzmittel, die ja auch den Menschen als die bekannten Antimykotika gegeben werden, wenn es irgendwo juckt nach Antibiotikagaben, dann kriegt man das ja meistens und das ist das Resultat. Ganz einfach. Geht in die Tarnung über, ist nicht mehr erkennbar, nicht mehr therapierbar und damit weg. Jetzt kommt das Problem. Durch die Vergärung des Blutzuckers, der Glukose, diese Bläschen vergären die Glukose und schaffen sich damit ihr eigenes saures Milieu. Sind damit unabhängig vom Blutmilieu und produzieren extreme Mykotoxine, Pilzgifte ohne Ende, ohne Ende, ohne Ende. Weil das ganze Zeugs wird jetzt über die Schleimhäute entsorgt, weil der Candida-Pilz letztendlich als Schleimhautpilz bekannt ist und als Symbiont, der Enderlein hat also die verschiedenen Stämme da aufgeteilt, als Symbiont letztendlich für den Aufbau des Verdauungstraktes zuständig ist. In der parasitären Aufwärtsentwicklung werden alle Toxine über die Schleimhäute entsorgt und verätzen das Schleimhautsystem. Jetzt haben wir das Problem der allergischen Reaktionen, der Nahrungsmittelunverträglichkeiten, der Gastritis, Colitis, Enteritis, welche Itisform auch immer, Zystitis, Blasenentzündungen, rauf und runter, Neurodermitis, wo überall auch das Ganze rausbricht, ja,
Es kann uns die Augen kaputt machen, wenn es darüber läuft. Es kann sich in den Ohren stauen, wenn es über die eustachische Röhre sich hier staut. Es kann zum Haarausfall führen, wenn es über die Haarwurzeln führt und. Unendlich viele Sekundärerkrankungen entstehen so, unerkannt, ja, und wir haben jetzt eine Blasenentzündung, laufen zum Urologen, der gibt uns Antibiotika, mit Recht, weil er will ja die Bakterien, die sich in diesem wunderbaren Milieu der Toxine natürlich fantastisch entwickeln können, entwickelt sich der ganze Kreislauf immer heftiger, es werden Pilze erkannt, auch im Verdauungstrakt, man gibt ein Antipilzmittel und das fängt an zu wuchern und zu wuchern. Das heißt, es kommt zu explosionsartigen Auskeimungen im Blut, die jedes Mal aggressiver werden. Die Bläschen werden immer größer und dementsprechend können sie jedes Mal mehr Toxine produzieren, die wiederum dann zu anderen Erkrankungen führen. Camouflage ist ganz einfach eigentlich ein internationales Wort, aber ganz schwierig ist es, in unser Bewusstsein etwas zu verankern, das offiziell nicht da ist. Ganz schwierig ist es, das in das morphogenetische Feld so zu transportieren, dass das gesamte Kollektiv diese Symbionten überhaupt erstmal aufnimmt und jetzt auch das, was sich aufgrund der Milieuveränderung entwickelt. Weil auch dieses könnte sich bei einem sauberen, intakten Milieu nicht entwickeln. Es käme rein und würde gleich wieder rausgehen, nicht weil das Immunsystem dagegen ankämpft, sondern weil das Milieu zu sauber ist. Pilze brauchen Dreck. Toxine, je saurer, je toxischer das Milieu, desto besser. Ja, ich hatte mal vor kurzem eine Patientin, die hatte Fisteln am Hintern und wollte diese Fisteln loswerden. Das war überall drin. Und dann fragte ich sie, ja, wie ernähren Sie, was trinken Sie denn? Ja, Kaffee. Ja, und dann? Ja, Cola. Ja, und dann? Ja, Kaffee. Ja, und dann? Cola. Es war nur Säure. Es war nur reine Säure. Und dann ja, kam das Rauchen dazu. Und ich habe ihr gesagt, das tut mir leid, seien Sie froh, dass Sie die Löcher haben, weil wo soll das Gift denn sonst raus? Das schafft der Körper nicht mehr, der würde ja dran eingehen, wenn sich das Ganze im Organismus stauen würde. Jetzt kommt ja diese ganze toxische Suppe dazu. Ja, da kann man ja nur froh sein, dass der Körper dann in seiner Schutzfunktion Zysten aufbaut, Tumore bildet oder es über die Haut rausdrückt. Ja? Und es kommt natürlich zu einem Histaminanschub, zu einem Anstieg, sodass wir die Krätze kriegen, dass uns das überall juckt. Es ist perfekt, ein perfektes Milieu für Morgellons und für diese ganzen parasitären Formen, die ja sich nur in einem toxischen Milieu entwickeln können. Das gibt hier eine wunderbare Vorlage dafür. Ja, das ist übrigens ein abgestorbenes weißes Blutkörperchen. Das sind diese riesigen, monströsen Supernester, wo die Leukozyten hier versuchen, das irgendwo in den Griff zu bekommen, aber die werden sich hüten, da reinzugehen, weil sie nämlich dann eingehen. Die Toxine sind viel zu scharf, die Leukozyten sterben. Sie würden erst reingehen können, wenn das durch eine vernünftige Therapie dann die Bläschen zurückgebildet werden, das heißt die getarnte Form nicht mehr abgetötet wird, sondern zurückgebildet wird, so wie es der Enderlein eben auch gezeigt hat, mit allen parasitären Formen der Symbionten. Zurückbildung, das ist ein tolles Wort. Mir gefällt das viel besser als jetzt eine aggressive Therapie. Und es gibt heute viele, viele Möglichkeiten, dem Organismus ja etwas zur Verfügung zu stellen, um selbsttätig diese ganzen Belastungen zurückzubilden. Unser Beitrag wäre es, überhaupt zu wissen und aufgrund dieser Erkenntnisse natürlich zu handeln. Von der Ernährung her, Strahlungsfelder,
Lebenssituationen. Ja. Schauen, dass wir den Ausgleich relativ finden und wir werden merken, dass wir einen wesentlich größeren Einfluss auf unsere Gesundheit haben, als wenn wir nur ständig nach irgendetwas greifen, um etwas wegzubekommen. Hier sehen Sie auch die roten Blutkörperchen, die hier hineingezogen werden, wie Luftballons, wie Trauben, weil die Keime auch das sehr gerne als Nahrung aufnehmen. Ja. Ja, das ist jetzt die Form dieser Candida-Form, die sich noch weiter entwickelt hat, und zwar intrazellulär. So, das heißt, dass sie die Körperzellen so befällt, dass der ganze Mensch damit durchsetzt wird. Und es sitzen bestimmt viele von Ihnen hier, die das längst drin haben und sich verzweifelt versuchen zu arrangieren mit einer Situation, von der sie wissen, dass sie da ist, aber nicht wissen, was es ist. Diese starren Nadelformen, die daraus kommen, sind nicht als Nadeln in der Zelle. Sie sind als Candida-Substanz, als kamouflierte Form, intrazellulär, produzieren aber Säure. Das heißt, die Zelle wird intrazellulär übersäuert. Und wenn diese Formen durch die sterbende Zelle aus der Zelle herauskommen, in das alkalische Milieu eindringen, dann werden sie zu diesen starren Säurestäbchen. Das heißt, damit würde ja schon in der Zelle das ganze toxische Milieu verändert. Das heißt, dass diese ganzen Toxine jetzt noch stärker gebildet werden und natürlich ins Blut übergehen, vom Blut dann in die Organe, in das Bindegewebe und von dort aus über die Schleimhäute findet dann die Entsorgung statt. Es kommt von Colitis bis zu Morbus Crohn, bis zu was weiß ich alles Mögliche an Formen, gibt Helicobacter ein ideales Milieu und gibt den Viren ein perfektes Milieu, die Papillomaviren. Ja, wogegen jetzt die ganzen Mädchen geimpft werden sollen, haben hier ein perfektes Milieu. Vaginal, Schleimhäute, gehen diese Toxine da raus und geben den Viren ein wunderbares, perfektes Milieu, das heißt, ernähren die Viren. Und wir haben jetzt Hepatitis C. Das ganze Zeugs muss doch durch den Leberstoffwechsel durch. Das heißt, es gibt ja den Hepatitis C-Viren nochmal eine wunderbare Nahrung. Wenn wir dieses mitkennen und mit einbeziehen, therapeutisch mit einbeziehen, ohne abzutöten, es zurückzubilden, was sehr einfach geht, entziehen wir den Organen, den Viren, den Parasiten, den Pilzen eigentlich das Grundmilieu, und dann die Viren rauszukriegen und dann die Bakterien rauszubekommen, ist überhaupt kein Problem mehr. Das Problem ist auch mit den Schwermetallen, weil diese Form, alle Candida-Formen, von der Hefe angefangen bis zu den intrazellulären der C-Candida-Sklerosis, binden nicht Schwermetalle. Dieses Wort binden hat sich etabliert, weil wir damit das Gefühl haben, oh, wir sind jetzt die Pilze los. Das heißt nicht die Pilze, sondern die Schwermetalle. Die Pilze binden, die freundlichen Pilze, ist so gut, dass sie da sind, sie binden die Schwermetalle. Das stimmt nicht. Die Pilze lieben ein toxisches Milieu und da ist Quecksilber genau perfekt. Quecksilber ist damit nicht aus dem Körper rauszubekommen oder nur durch ein schweres Ringen, und es wird total einfach. Wenn Sie das therapeutisch mit einbeziehen, ja, ist das Quecksilber, und wenn es 30 Jahre in den Nervenzellen im Gehirn war, in 4 bis 6 Wochen ist das draußen. Deswegen rede ich von Einfachheit. Weil wenn man kleine Schlüssel mit anwendet, die dann große Türen öffnet, dann plötzlich haben wir überhaupt mit diesen Dingen kein Problem mehr.
Ja, das heißt, wir können letztendlich therapeutisch, jede Art von Therapie kann durch eine Vereinfachung viel schneller zum Ziele kommen. Ich kann nicht erwarten, dass ich mit einer Akupunkturnadel jetzt das Quecksilber aus den Nervenzellen rauskriege. Ich kann auch nicht erwarten, dass jetzt ein Radionik-Computer mir jetzt eine Besendung gibt und die getarnten Formen in der Software drin hat. Also geht der Schuss daneben. Ich kann nicht erwarten, dass Beck's Zapper oder welche Art von Zapper auch immer dann das in der Software drin hat. Also würde es ja immer weiterarbeiten. Wenn wir es nicht kennen, können wir es nicht behandeln. Ja, Borrelien haben es auch gelernt, sich zu tarnen. Borrelien, hier schön sichtbar, als Spirochäten, die aus den Zellen hier rauskommen, haben es auch gelernt, in die Camouflage überzugehen, auch in eine Mutationsform, die teilweise zum großen Teil auch von Mücken übertragen wird. Also schon 50% der Mücken ist fähig, Borrelien zu übertragen. Und durch die Mutation und auch durch die Camouflage etwa zu 95-98% nicht mehr nachweisbar. Genauso wenig wie die getarnte Candida-Form ist dieses hier nachweisbar und es läuft ein Heer an Menschen rum mit den Beschwerden der Borreliose, ohne dass es erkannt werden kann. Borrelien produzieren die extremsten Säuren. Dr. Klingenhardt sagte das sehr gut, sehr treffend, dass es nichts gibt, was so viel Säure produziert wie Borrelien. Und damit kommt es zu den furchtbaren Schmerzen und Gelenkserkrankungen und Fibromyalgie rauf und runter, Arthrose rauf und runter und so weiter. Jetzt käme natürlich die Ernährung dazu. Und es gibt viele Dinge, die viel mehr Säure produzieren, als sie glauben. Ja, nur die Kaffeefabrik zum Beispiel ist sehr schlau, die erzählt uns das nicht, dass jede Tasse Kaffee etwa 16-18% Purine enthält. 16-18% sogenannte Methylpurine, pflanzliche Purine, die genauso in Harnsäure verstoffwechselt werden wie die vom Fleisch. Schwarzer Tee, 33% Purine pro Tasse. Kommt direkt nach Fleischextrakt. Ja, man trinkt schön seinen Kaffee, weil man so gewöhnt ist und wundert sich, dass die Schmerzen nicht verschwinden. Ja, und nichts gegen den Kaffee zu sagen. Und wenn man einen guten Säurestoffwechsel hat, macht einem auch die Tasse Kaffee gar nichts aus. Hat man einen schwachen Säurestoffwechsel, das heißt eine Schwäche im Purinstoffwechsel, und hat zusätzlich dann diese extremen Säureproduzenten im Körper, dann kommt es zu den typischen Beschwerden. Ja, das sind Borrelien. Natürlich können auch die weißen Blutkörperchen befallen werden, die Leukozyten, genauso durch die parasitären Entwicklungen, wie der Professor Enderlein sie in den roten Blutkörperchen und in den Körperzellen natürlich erkannt hat. Und damit ist das gesamte Immunsystem nicht mehr fähig, ausreichend zu arbeiten. All dies kann nur entstehen, wenn das Milieu sich verändert. Das heißt, wir haben die Grundlage für eine aktive Symbiontentätigkeit in einem sauberen Blutmilieu, das aber häufig durch unerkannte Dinge so schwer belastet wird, dass wir trotz unserer größten Anstrengung nicht mehr selbsttätig dahin kommen. Und wir sehen das auch, wir sehen das doch häufig oder bemerken auch, jetzt gebe ich mir so viel Mühe, jetzt mache ich doch alles, jetzt habe ich so viele Therapeuten durch, jetzt bin ich überall angeblich gesund und ich bin trotzdem krank. Ja. Also ich bin bekannt geworden als Problemlöser für chronische Erkrankungen, ungewollt, keine Ahnung wie, aber wahrscheinlich, weil ich immer im kalten Wasser stand und mich damit konfrontieren musste und überall tauchten dann diese ganzen Belastungen auf. Damit war mir klar, dass ja letztendlich die Grundlage gar nicht mehr stimmte. Also musste ich ja praktisch dahin kommen, das ganze Milieu zu sanieren, und dementsprechend dann war der Heilerfolg auch
oder ist er natürlich bis heute auch dementsprechend gut. Also ich habe auch aus dem Grunde eine sogenannte Infopathie entwickelt, die keinen Anspruch hat, eine Medizin zu sein, sondern es ist in Tropfenform das, was man über die ganzen Radionik-Computer heute auch macht, als Informationsmedizin einen Menschen mit bestimmten Programmen zu besenden. Und wer die Radionik kennt, der weiß, dass das über die morphogenetischen Felder Zeit und Raum unabhängig ist. So ist das vollkommen wurscht, ob der Mensch in Australien ist oder in Alaska. Und wenn wir hier sein Blut eingespeichert haben, dann können wir ihn damit therapieren, wo er eben auch gerade ist. In Tropfenform ist es nichts weiter, aber auch nichts weniger, als dass hier bestimmte Informationsprogramme entwickelt wurden und das durch meine Praxiserfahrung ist von Jahr zu Jahr ist das mir ausgereift, bis ich dann da immer mehr hineinkam in diese Informationsvermittlung, möchte ich sagen, und immer merkte, dass dies ja viel, viel einfacher wurde, therapeutisch viel einfacher wurde, ja. Und gerade eben auch, weil die ganzen Belastungen, die ich gerade hier gezeigt habe, total verschwanden. Das heißt, sie wurden zurückgebildet. Und mir ist es bis heute am allersympathischsten, dass sich etwas wieder neutralisiert, dass neutrale Felder wieder entstehen, dass wir uns wieder frei entwickeln können, dass wir die Bremsen unserer Entwicklung wie das Quecksilber aus dem Gehirn loswerden, ja, weil ich bin ja nicht gefragt worden, ob ich Amalgamfüllungen haben wollte. Die wurden halt reingeschmiert. Und ich bin auf der Straße umgefallen. Ich war sowas von Quecksilber vergiftet, dass ich auf der Straße umfiel und dann glücklicherweise zu einem Arzt kam, der dann, zu dem ich ging, weil ich Hüftschmerzen hatte. Also wirklich, ich dachte Arthrose oder sonst irgendwas und sagte nichts, das ist nicht Ihre Hüfte, das ist Ihr Zahn. Ah. Ja, und da war ein Zahn, den hatte man erhalten in Spanien, erhalten, indem man da nochmal wieder was drüber klebte. Der Zahn war schon ganz schwarz und drumherum war auch alles schwarz. Das war infiltriertes Quecksilber. Und das ging locker voll in das zentrale Nervensystem. Ja, geht in die Hypophyse, in die Schilddrüse und so weiter und so weiter. Und dann durch meine Erkenntnisse konnte ich das in kurzer Zeit rauskriegen. Null Problem. Bis heute habe ich mit Borreliose, mit den ganzen Dingen kein Problem. Mit der ganzen Schwermetallausleitung ist sehr für uns sehr einfach geworden. Was für viele eigentlich unmöglich ist und das beinahe provokativ erscheint, wenn man sagt einfach. Aber warum darf es nicht einfach gehen? Also ich stelle mir immer selbst die Frage, warum darf nicht ein Weg einfach sein? Weil die Wahrheit ist doch auch einfach. Also wenn wir das Wort Liebe nehmen als ein Wort, das die Schöpfung beinhaltet, dann ist es doch wie eine ZIP-Datei alle Informationen der Schöpfung. Wir haben doch hier in einem komprimierten Wort so viel drin, dass wir uns eigentlich doch nur darauf ausrichten müssten. Und es bleibt in der Einfachheit. Wir brauchen nicht die ganzen Wege drumherum. Boingra sagte mal früher, Boingra war ein Philosoph, damals um die Jahrhundertwende, 1924 ist er gestorben, als Josef Anton Schneider-Franken, als Maler auch bekannt, schrieb dann 38 Bücher durch seine Erkenntnisse und Offenbarungen und sowas und der schrieb dann diesen einen Satz, der mich bis heute begleitet: Die Menschheit steckt in einem Dornengerüst fest und sieht die kleine Blume der Wahrheit nicht mehr. Und ich habe damals mir selbst gesagt, ich stelle mich neben diese Blume und will mich nicht in den Dorngestrüpp verfangen. Und ich glaube, das ist die innere Ausrichtung, die ich auch vermitteln möchte. Wir können uns auf einfache Wege ausrichten. Wir können uns auf ein einfaches inneres Blutmilieu ausrichten, das heißt auf eine Perfektion der Gesundheit. Allein diese Ausrichtung bewirkt so dermaßen viel, weil die Symbionten ja wiederum ein Informationsprogramm übernehmen
Ja, so wie der Emi Kwe früher, der Magnetiseur. Emi Kwe, auch bekannt wie ein bunter Hund damals gewesen, das hat nichts. Nichts. Die Leute strömten scharenweise zu ihm, weil er nichts tat. Er sagte den Leuten, die kamen mit Tuberkulose, mit Krebs, mit allen Krankheiten zu ihm, nimm dir eine Schnur, mach da 20 Knoten rein und sag dir 20 Mal, mir geht es in jeder Hinsicht von Tag zu Tag besser und besser. Nichts anderes. Und wenn du morgens aufwachst, dann mach wieder deine 20 Knoten, das heißt 20 Mal sagst du den gleichen Satz, und so programmierten die Leute ihr Unterbewusstsein, das natürlich dann den nach- und haltigen Befehl bekam, das heißt unsere guten Symbionten, jetzt wussten, wie sie die Korrektur vornehmen konnten. Eine Selbstkorrektur. Und das ist für mich mit der Infopathie eben auch möglich, dass man eine Vermittlung von Informationen gibt und damit in eine Selbstkorrektur geht. Logischerweise verschwinden damit die Krankheiten oder was wir so nennen. Weil eine Krankheit ist dann nur eine Entfernung von Gesundheit, von einem optimalen Zustand. Ja, und dieser Emil Coué, den haben sie damals sehr geachtet. Und ich habe die gleiche Achtung auch vor zum Beispiel dem Dr. Frank Kinslow. Ja, da machte ich mal ein Seminar mit über die Quantenheilung. Und da war wieder genau das Thema da, dass er fragte, so what shall we do now? Und jeder sagte, oder jeder zog schon seine Papiere und Stift und alles da, und weil jeder dachte, jetzt geht's ins eingemachte Theorie rauf und runter, er sagte nur, nothing. Nichts, wir tun gar nichts, wir haben nichts zu tun, wir dürfen nichts tun. Und jetzt beobachtet euer Gehirn, es fragt sich, was soll ich denn tun, um nichts zu tun? Das heißt, unser Ego und unser Verstand trickst uns beständig aus in dieser Richtung. Und letztendlich behindert es eben auch diese freie Symbiontenaktivität. So wie ein Kind frei ist von diesen Belastungen oder es eben durch die Belastung des Lebens auch in die gleiche Situation hineinkommt. Aber letztendlich, ich glaube, wenn man diese Einfachheit, dieses Kindliche wieder bekommt oder wieder mit einbezieht, dass man nicht die Sachen so streng dogmatisch und therapeutisch sieht, sondern einfache Wege sucht und diese Dinge mit einbezieht, dann werden wir viel schneller zum Ziel kommen. Ja, auch hier sind jetzt doch wieder getarnte Parasiten, die von der Dr. Tamara Lebedeva, eine russische Forscherin, als die Trichomonaden dann erkannt wurden. Und auch hier bin ich zuerst damit überhaupt nicht konform gegangen, konnte das eigentlich erst durch einen Zahlencode, den ich dann selbst da über einen Radionik-Computer herstellen konnte, nachweisen, dass es tatsächlich getarnte Trichomonaden sind. Auch hier wiederum ein Trick der Parasiten, sich so zu tarnen, dass sie nicht mehr erkannt werden. Das Immunsystem hat keine Chance, weil diese tarnen sich als rote Blutkörperchen. Ja, man erkennt sie eigentlich nur, wenn man genau hinschaut. Wenn die zwischen anderen Zellen liegen, kann man sie kaum erkennen. Sie sind immer etwas kleiner und haben sehr, sehr scharfe Stacheln. Und die kann man hier wiederum sehen. Ja, hier kann man noch die Geißeln sehen, weil das sind Geißeltierchen, die dann die roten Blutkörperchen anstechen und aussaugen. Man sieht dann oft richtige Felder von ausgesaugten schwarzen sogenannten Blutschatten. Ja, und die was hinterlassen natürlich Toxine, Ausscheidungsgifte, die den Menschen schwer belasten können. Wir haben auch in Mexiko eine Praxis gehabt und eine Zeit lang da gearbeitet. Und da kam ein Patient mit einem Herpes genitalis. 40 Jahre lang.
ohne jede Heilung, ohne jede Veränderung. Und wir sahen fast mehr Trichomonaden als rote Blutkörperchen. Entsetzlich viel, überall auch diese Blutschatten, diese ausgesaugten Blutkörperchen, die der Körper natürlich ständig nachproduziert. Und konnten dann natürlich durch die Vorstellung dieser wahnsinnigen Toxinbildung dann ihn die Trichomonaden zu behandeln, war da total einfach. Das ging informatorisch total einfach. Den Viren, den Herpesviren, das Milieu entziehen. Und es hat keine 2 Monate gedauert, da war der Herpes okay, erledigt. Und wir haben mit ihm jetzt noch, es ist schon knappe 2 Jahre her, immer noch wieder Kontakt gehabt. Und der hat nichts mehr. Ich will damit ausdrücken, nicht das, was wir leisten, sondern das, was ein toxisch belastetes Milieu verursachen kann. Ja? Und wie einfach es geht jetzt auch nicht um die Methode, weil ich mache auch Ausbildung für Dunkelfeld und Radionik, um eben mit diesen beiden Dingen oder Untersuchungsmethoden eine Möglichkeit zu geben, der Sache auf den Grund zu kommen und auch durch Testungen ganz klar nachzuweisen, dass es so ist oder anders ist. Morgellons. Morgellons-Fasern, die sich ja jetzt auf der Welt doch immer mehr verbreiten, brauchen auch ein Milieu. Sie entwickeln sich idealerweise in einem toxischen Milieu durch Quecksilber, die Mykotoxine, Borreliose, Säure. Ja? Und natürlich kommt dann die Ernährung dazu. Das heißt, je toxischer, desto besser kann sich das entwickeln. Dieser Film zeigt, wie transparent diese Morgellonen sein können als Fasern. Ich weiß nicht, wer die mit Morgellons, möchte ich jetzt keinen Vortrag halten, aber noch nicht auskennt. Aber es ist einfach eine, ich glaube, die irreste Belastung des Gesamtkollektivs auf der Welt. Und man sollte das dringend ernst nehmen, ohne in das Drama einzusteigen. Wer im Internet einmal nachschaut, der steigt sofort in das Drama ein, weil es ist dramatisch und bedarf einer Lösung. So sehen die Fasern dann im Dunkelfeldmikroskop aus. Jetzt können wir aber genauso sagen, ach, das sind jetzt Textilfasern, das sind Fussel, das ist irgendeine Faser von irgendeinem, von dem Tupfer oder von irgendwie etwas, könnte ja auch sein. Weil wie viele Fusseln auf so einer Oberfläche hier sind, kann man nur mikroskopisch erkennen und die sehen nämlich genauso aus. Okay, wenn wir jetzt aber jeden Fussel als Morgellons bezeichnen würden, wäre das verkehrt. Würden wir aber alle Morgellons-Formen als Fussel bezeichnen, genauso. Und so sind wir nur durch die radionische Testung darauf gekommen, bestimmte Parameter, heute sind es über 110 Parameter, durchzutesten, wo auch die Morgellons-Formen dabei sind, das Haarprojekt Mikrochips, Morgellons anorganische und organische Formen und all das, um zu sagen, okay, Nachweis ist klar, es ist Morgellons oder es ist ein Fossil. Morgellons kann das ganze Gehirn einknäueln. Ja? Morgellons hat viel, viel stärkere Belastungen, Möglichkeiten und muss nicht immer, wie bekannt oder vielleicht noch nicht bekannt, aus der Haut herauswachsen. Weil das, was aus der Haut herauswächst, juckt sehr stark und man muss es mit Lupe und Pinzette herausziehen, weil das sind hauchfeine, feinste Fasern, die oft in farbiger Form, rot, grün, blau, schwarz ist bekannt, dann über die Haut rauskommen oder eben nicht und sich unter der Haut knäueln und damit kommt es zu allen möglichen Beulen, unheilbaren Geschwüren und Wunden und auch da ist das, was heute Morgen in dem ersten Vortrag besprochen wurde, auch äußerst hilfreich, wird aber erst durch das Erkennen vorher, nachher bei einer Testung dann sinnvoll zu sagen, okay, auf der Skala von 0 bis 10 bewegt sich das so und so
Und wir haben jetzt mit der einen oder anderen Methode den Erfolg, indem das eben auf Null ist. Bei Null ist das nämlich durch eine Transformation zurückgebildet worden und der Körper kann die Nanopartikel, die dafür zuständig sind, ausscheiden. Dass das über die Chemtrails als Segen auf uns zurückkommt, glaube ich, weiß heute jeder. Wenn nicht, müssen wir nicht nur Barium und Aluminium jetzt als Schreckgespenst sehen, sondern diese Morgulons-Nanopartikel, die haben ja schon die Information der menschlichen DNA. Und die organischen Formen, die sich aus den Faserformen entwickeln, kopieren die menschliche DNA. Und wir haben ein interessantes Beispiel zu Hause in der Praxis, dass die schwer, ich möchte sagen krass befallenen Morgulons-Patienten, die hilferufend einen Termin machen, vorher absagen. Wir lachen schon immer, wir sagen, aha, Morgulons-Patienten. Weil wir sehen daran die Manipulation. Wir sehen daran, dass wenn eine Lösung in der Nähe ist, dass dieses Morgulons-System, das ja den Menschen mehr und mehr den Wirt übernimmt, dann diese Lösung dringend vermeidet. Das heißt, man sagt einfach den Termin ab, wenn man ihn überhaupt absagt. Viele kommen gar nicht erst. Ja? Also es ist immer Morgulons. Das ist so typisch für uns schon und auch verständlich, ja, weil Morgulons will ja diesen Wirt erhalten. Also wer jetzt von Morgulons noch nichts gehört hat, sollte einfach mal kurz ins Internet gehen und sich darüber erkundigen. Einfach mal ganz kurz, je kürzer, desto besser. Und jetzt nicht nur das Schreckgespenst weiter ausmalen, sondern wie mein Wesen ist immer auf Heilung, auf Lösung ausgerichtet. Ausgerichtet. Und hier rede ich wieder von Ausrichtung. Sobald wir das tun, sobald wir in der Ausrichtung sind, interessiert uns das Drama nicht. Aber wir haben die Information. Und wir können aufgrund der Ausrichtung immer eine Lösung finden. Für alles und jedes. Und deswegen sind Sie auch hier. Ja, vermeiden Sie den Wunsch nach einem Rezept, weil das funktioniert nicht. Ja? Das ist die Selbstkorrektur, das ist möglich und dazu ist jeder fähig, wenn er einfach die Wege kennt. Ja, das hatten wir schon. Ja, das sind jetzt Parasitenlarven, die sehr selten sind, wie jetzt zum Beispiel das von einem Leberegel, den wir auch nur durch die Testung als solches identifizieren konnten, eine Larve, oder eben auch diese sogenannte Virenkapsel, ist auch schulmedizinisch undenkbar, unmöglich und kann nicht sein, weil die Viren natürlich so klein sind, ja, aber sie sind, das ist immer Epstein-Barr-Virus, der es auch wie die Borrelien gelernt hat, sich zu tarnen, und zwar indem er sich mit einem Proteinmantel umgibt. Und das sieht man hier über die kleinen Froscheier, dass sich das umgibt, um die winzig kleinen Viren, die dann noch einmal eine große Form bilden aus einem Proteinmantel und somit als Kapsel bei uns im Dunkelfeld manchmal sichtbar ist. Ist sehr selten. Aber jedes Mal, wenn wir es gesehen haben, haben wir alle Viren durchgetestet und es blieb immer Epstein-Barr-Virus übrig. Epstein-Barr-Virus, das pfeifische Drüsenfieber, ist ja den meisten bekannt, weil das ja auch ein sehr aggressives Virus ist, das sich weit verbreitet hat. Ja. Das hatten wir schon. Säure. Säure kristallisiert ja im Blut, wenn ein Überschuss entsteht, weil natürlich das Blut darf ja nicht sauer sein, kann nicht sauer sein und dementsprechend ist also der leichteste Absturz von dem pH-Wert, kann schon zu wirklich Katastrophen führen. Das heißt, der Überschuss kristallisiert und wird jetzt dem Bindegewebe zur Verfügung gestellt, um dort eingelagert zu werden und natürlich dann die dementsprechenden Gelenkserkrankungen zu verursachen. Alles das
unsere guten Symbionten gehen in eine parasitäre Form über, sobald das Blutmilieu angesäuert wird. Wir haben jetzt die verschiedenen Belastungen gesehen, die letztendlich alle auf Säure aufgebaut sind und unsere Ernährung unserer heutigen Zeit ja leider auch. Ja, ich weiß nicht, wer den pH-Wert von Coca-Cola kennt, aber er liegt bei 2,5, unsere Magensäure 1,5. Ja, und so ist ein Softdrink, die haben einen pH-Wert von 4, ja, Wein, Essig, pH-Wert 3,5, normales Wasser 7 bis 7,4. Und unser pH-Wert natürlich im Blut auch, ist ja immer alkalisch. Ja, das heißt, je saurer der Nachschub kommt, desto stärker wird dieses alkalische Milieu belastet und dementsprechend kommen die ganzen Muskelverkrampfungen und Versteifungen und Verhärtungen und so weiter, hängen letztendlich immer mit Säure zusammen. Ja, da gibt es jetzt viele schöne Dinge noch, wie jetzt, Moment, da war noch eins davor. Es sieht sehr schön aus im Blut, oft im Dunkelfeld. Und zwar ist das hier, dieser schöne Goldnugget, reines Quecksilber. Der Fehler wäre, wenn wir jetzt zu einem Dunkelfeldtherapeuten gehen und sagen, wir möchten jetzt eine Schwermetalluntersuchung auf Quecksilber machen. Wir möchten eine dunkelfeldmikroskopische Untersuchung auf Pilze machen. Pilze können nicht im Blut sein. Jeder Arzt wird sagen, balla balla, das geht gar nicht. Das geht nicht, weil Pilze bringen uns um. Ein Schimmelpilz hat die Aufgabe, Organismen aufzulösen. Ja, deswegen eine Aspergillose, das überlebt man nicht. Aber unser Körper ist darauf geeicht. Er wird mit Pilzsporen locker fertig, wenn es nicht zu viel werden. Nur die Candida-Pilze, die haben es geschafft, den Körper auszutricksen und als getarnte Pilze im Blut heimisch zu werden und das Quecksilber dementsprechend so, ich möchte nicht sagen einzubinden, aber doch zu binden, dass die toxische Verstärkung so gewaltig ist, dass natürlich sich der Pilz erhält und das Quecksilber nicht rauskommt. Deswegen machen wir oft auch tonnenweise Chlorella-Algen und was weiß ich alles und kommen nicht zum Ziel. Dieses könnte jetzt aber die Spitze vom Eisberg sein, dass sich eben jetzt sehr viele Schwermetalle im Körper befinden, was wir nur durch eine Testung wieder rausfinden können, oder dass es jetzt durch Ernährung, durch irgendwelche Nahrungsmittel, wie jetzt die vom Thunfisch angefangen bis zu den Meeresfrüchten, dann Quecksilber übertragen worden ist. Das kann sehr wenig sein und trotzdem kann in der Vergrößerung auf 2000-fach so ein Partikel schon sehr viel zeigen, aber auf 2000-fache Vergrößerung ist alles dramatisch, so wie auch dann hier die anderen Schwermetalle, Kupfer, Blei und so etwas sein können. Nur wir können nicht erwarten, dass wir in einer mikroskopischen Untersuchung alles finden, was wir wissen wollen. Wir müssen es testen. Das heißt, diese beiden Dinge gehören zusammen. Und wir haben mit den Radionik-Computern nicht das Ergebnis, weil dieses morphogenetische Feld so variabel ist, dass wenn wir einen Tropfen Blut einscannen, dass konstant die gleiche Testung abläuft, weil wir haben das erlebt, weil einfach die gesamte Informationsquelle so gewaltig ist, dass hier dieses Feld noch ständig in Bewegung ist und damit nach 5 Minuten, spätestens schon nach 10 Minuten, ein anderes Resultat ergibt. Und wir haben damit auch nicht die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel 2 Monate später, so wie wir das im Allgemeinen machen, eine erneute Testung durchzuführen und dann zu sagen, Quecksilber ist draußen, ja, auf der Skala von 0 bis 10 bewegt sich das auf 0, in den Nervenzellen auf 0, in Knochenmark auf 0 und so, ja. Und den Anspruch haben wir halt, das heißt, ich brauche das als Therapeut, muss ich das wissen, ob der Mensch befreit ist oder nicht, und der Mensch hat ja auch das Recht dazu. Durch die Behandlung beider Dinge jetzt, zum Beispiel diese getarnten Candida-Formen
und individuell immer in der Kombination, wie es bei Menschen vorliegt, da geht es dann sehr einfach. Wir haben hier auch viele Umweltgifte. Moment, nochmal zurück. Die oft sehr schön aussehen, wie hier dieser blaue Kristall oder hier auch diese Formen, ja, die letztendlich nicht viel mehr bedeuten, als dass sie eben Gift nachweisen, welche Art auch immer. Wir haben das meiste Gift bei den Mexikanern gefunden, weil die eben noch sehr, sehr, ja, möchte sagen, also unbedarft mit den Hausgiften, Ameisengift und Skorpiongift und was weiß ich alles hantieren und dabei natürlich keine Schutzvorrichtungen vornehmen. Ja. Ja, und das sind jetzt wieder parasitäre Formen, die sich aus den Symbionten entwickelt haben, wie jetzt hier die sogenannte Leptotrichia buccalis, ist eine typische Entwicklung, die sich bei einer Milieuveränderung einstellt. Und dieses geht immer in Richtung Zellentartung. Weil das sind immer die Vorstufen der Schimmelpilze. Symbionten, und das ist die wichtige Botschaft, werden alles tun, und zwar absolut alles tun, um jede parasitäre Form selbsttätig zurückzubilden. Und alle therapeutischen Bemühungen, von welcher Therapie auch immer, zielt eigentlich immer auf das Gleiche. Das heißt, wir kommen ja um den Symbionten gar nicht drum herum. Und das macht es ja so interessant, dass wir letztendlich, egal was wir tun, wenn das Resultat positiv ist, wir haben es geschafft, wir sind die Dinge losgeworden, sich das Milieu erholen kann, und gerade auch, wenn wir diese Bremsen unserer Entwicklung, wie das Quecksilber im Gehirn, losgeworden sind, kann sich der Mensch in seiner Freiheit entfalten. Und ich glaube, das ist für mich der schönste Anspruch, einen Menschen in die Freiheit zu bringen, weil er sich dann wirklich von diesen Wahnsinnsbelastungen, wie dieses zerstörerische Quecksilber aus dem Gehirn, dann wirklich in eine ganz andere Lebensform weiterentwickeln kann. Ja, und jetzt sehen wir nochmal Symbionten. Das ist nach 3 Tagen nach der Blutabnahme. Was ist hier passiert? Jetzt könnten wir sagen, von der etablierten Medizin, ganz logisch, alles zerfallen ist Hämoglobin, weil die Zellen sterben ja. Also laufen sie aus, könnte man das sagen, und die Substanz, die dabei übrig bleibt, wird jetzt immer durch die Brownsche Molekularbewegung mir zittern, was mich sehr merkwürdig stimmt, weil ja eigentlich in der Ruhephase der 3 Tagen eigentlich nichts mehr in Bewegung gebracht worden ist, die Symbionten aber immer heftiger in die Aktion gehen. Warum? Um das Leben zu erhalten. Um unser Leben zu erhalten, wenn das Blut im sterbenden Prozess ist, ist es doch nichts anderes, als wenn wir in einem Sterbeprozess sind. Alles, was in uns lebt, bäumt sich auf, um unser Leben zu erhalten. Und das ist das, was wir letztendlich mit jeder Therapie ja auch versuchen und auch tun, dass wir diese Symbionten ihnen wiederum die Vitalität und Kraft geben, um unser Leben zu erhalten. 6 Wochen ist der Rekord eines lebendigen Tropfens Blut bei uns in der Praxis in den letzten 20 Jahren. 6 Wochen. Normalerweise lebt das Blut 3 Tage aufgrund der Symbiontenaktivität. 10 Tage ist nichts Ungewöhnliches. Je vitaler, je aktiver die Symbionten sind, desto länger werden sie uns, das heißt diesen Tropfen Blut, am Leben erhalten. Je mehr unser Beitrag dazu wächst, jetzt den Symbionten diese Vitalität zurückzugeben, desto logischerweise, desto stärker wird unsere Vitalität.
Alter wird dann relativ und die Krankheiten ziehen sich ja zurück, weil das Milieu wieder stimmt. Das ist eigentlich das Wunder der Schöpfung, weil wir haben hier die Schöpfung in der feinsten Form als kleinste verdichtete Form des Pranas, der universellen Lebensenergie, des Orgons oder der Tachyonen oder des Chis oder wie auch immer diese Energie bezeichnet worden ist. Alle Naturvölker, alle Kulturen kannten diese Energie und hier haben wir die verdichtete Form als individuell programmierte oder informierte Keime, die letztendlich unser Leben lenken. Oder wir, diese Symbionten. Und damit haben wir aber auch, wenn das sich auf allen Ebenen bewegt, einen permanenten Austausch von den Lichtquanten, Photonen in die Form der Symbionten, von den Symbionten in die Photonen, in die Lichtquanten, so Körper, Seele, Geist, immer in der Einheit, immer in Verbindung, immer im permanenten Austausch. Häufig sehen wir bei einem gesunden Menschen null Symbionten am ersten Tag nach der Blutabnahme. Und unser Ego lenkt uns ja sofort ins Drama. Sofort assoziiert man etwas Schlechtes, Negatives, keine Symbionten, kein Leben. Aber ich fühle mich ja ganz gut, ich bin ja eigentlich gesund. Aber wo sind die Symbionten? Sie haben nichts zu tun. Symbiose stimmt, Gleichgewicht stimmt, Ausgleich ist da. Was sollen sie viel Ausgleich machen? Symbiose ist ja nichts weiter als das Gleichgewicht, das wir ja mit allen Mitteln versuchen wiederherzustellen. Also sind die Symbionten natürlich letztendlich fähig, diese Symbiose wiederherzustellen, wenn wir fähig sind, das Milieu wieder auszugleichen. Ja, man kann sie natürlich jetzt bezeichnen, da gibt es ja viele, auch dann, möchte sagen, esoterische, jetzt Gottespartikel oder Schöpfungssamen und so weiter, man kann immer weitergehen, letztendlich ist ja alles das Gleiche. Es ist die verdichtete Form der universellen Lebensenergie, individuell geprägt, informiert unsere DNA, informiert unser Bewusstsein, speichert das Unterbewusstsein, speichert jede Regung, die Sie jetzt haben, die Sie täglich haben, jede Lebensregung. Verändern wir etwas, verändert sich das Programm. Bleiben wir in der gleichen destruktiven Programmierung, mir geht's so schlecht. Ist es alles schlimm? Und so und so und so und so verändern wir nichts, sind das alles Programme, die auf die Symbionten destruktiv auswirken. Je positiver unsere Einstellung wird, was auch nicht leicht ist, wenn ich in einer destruktiven Situation bin, dann kann ich nicht einfach sagen, Halleluja, alles ist wunderschön und so, sondern ich kann mich aber auf die Symbiose zurückerinnern, auf dieses innere Gleichgewicht, das anzustreben. Und ich garantiere Ihnen, Sie werden einen Weg finden zu jemandem oder zu einem Buch oder zu einer Musik oder zu etwas. Oder das Gänseblümchen kann Ihnen das erzählen, weil letztendlich enthält es ja auch alles. Symbionten sind in jeder Pflanze. Es gibt einen interessanten Privatforscher, den Georg Schröcker in Salzburg, der hat wunderschöne Bilder auf seiner Webseite und hat die Pflanzensäfte untersucht, vom Kirschsaft bis zum, was weiß ich, Bäume, Blätter, alles Mögliche, dann die Säfte untersucht und überall Symbionten gefunden. Ich habe auch im Regenwasser einmal Symbionten so viel wie jetzt hier im Blut gesehen und gedacht, jetzt habe ich's. Und dann wieder tagelang bei jedem Regen wieder Untersuchungen gemacht und es waren keine Symbionten mehr drin. Ja, mich hat das auch traurig, nicht was heißt traurig, aber ich habe gedacht, ich bin auf der falschen Spur. Es war dann aber wahrscheinlich, dass wenn der saure, sogenannte saure Regen jetzt durch die Atmosphäre jetzt den ganzen Dreck mitnimmt,
das ist für die Symbionten nicht kein Milieu, das heißt, sie verschwinden. Ja? Wenn die Schöpfung, glaube ich, neues Leben hervorbringen möchte, werden wir Symbionten finden. Interessant ist vielleicht auch der Gedanke, dass wir eine Summierung von Symbionten sind. Letztendlich sind wir ein Symbiont. Das parasitäre Verhalten der parasitären Entwicklungen in uns simuliert aber auch das parasitäre Verhalten des Kollektivs auf diesem Planeten. Und das ist sehr interessant, wie das Milieu anfängt zu wackeln und der Teich umkippt. Ja, je mehr wir das zulassen, je mehr unser Beitrag in die Symbiose, in das Gleichgewicht zurückzufinden, jetzt mit dabei ist, desto stärker werden wir wahrscheinlich das Kollektiv verändern können. Sobald wir wieder den Anspruch haben, ein Symbiont zu sein, für das gesamte Kollektiv, das heißt für das Leben, dann wird sich das Leben garantiert in der Richtung verändern. Ja. Das ist denn mein Vortrag über die Symbionten und ja, ich glaube, Sie können am besten damit umgehen. Danke Ihnen, danke. Also am besten, wir machen nichts. Das war also mich hat es fasziniert, dass damals über den Dr. Frank Kinslow dieses Nichtstun eigentlich die Heilung geschieht. Er hat uns gezeigt, wie wir in das Gewahrsein gehen, praktisch in einen höheren Bewusstseinszustand, dort wo das Ego eigentlich nicht mehr sich wohlfühlt, weil es diesen Zustand nicht kennt, das sehr schnell, sehr einfach geht. Und wo genau durch das Nichtstun die Heilung abläuft. Weil das ist doch die Korrektur. In diesem Moment des Nichtstuns, wo das bewusste Tun ausgeschaltet ist, kann die Heilung ablaufen. Ja? Der Künstler hat uns das wunderbar gezeigt, oder mit der Matrix-Energetik, das letztendlich ist es alles in der gleichen Ebene. Das zielt ja darauf, dass eben die Ordnung, die schöpferische Ordnung wieder entsteht, dadurch, dass der Organismus eben in eine Heilung geht, weil eine Selbstkorrektur stattfindet. Du hast gesagt, man könnte da von Schöpfungspartikel sprechen, wenn du über die Symbionten sprichst. Und es gibt eine Auswirkung oder eine Verbindung auch damit zu dem Ganzen. Haben wir hier auch etwas, was wir entdeckt haben, was uns wirklich fotografisch belegt, wie wir alle miteinander verbunden sind? Ja, wunderbar, schön, das hast du sehr schön jetzt erkannt. Weil das Kollektiv ist ja ein Leben. Also ist der Symbiont ist ja nicht ein Symbiont, es sind ja kleinste Partikel, die alles enthalten. Und deswegen kann ich es auch verstehen, wenn diese Speicherfähigkeit von zwei menschlichen Gehirnen ist ja eigentlich nur eine Begrenzung, um unseren Verstand klarzumachen, dass es eine unendliche Speicherfähigkeit ist und sich immer im morphogenetischen Feld mit dem gesamten Leben verbindet. Ja, unbedingt. Ja. Du hast gesprochen von dem Professor Enderlein. Da hätte ich einfach nur noch zum Verständnis, auch als Neugier, die Frage, eine Anerkennung oder eine Würdigung der Tätigkeit ist bis zum heutigen Tag ausgeblieben. Wie ist es ihm ergangen? Damit muss man ja auch irgendwie umgehen können, wenn ich so fundamentale und so richtungsweisende Erkenntnisse entwickle und es bleibt, also nicht einmal mehr Verachtung, sondern einfach nur noch Ignoranz als Konsequenz aus, oder nicht aus, sondern die Anerkennung bleibt aus und was bleibt, ist einfach nur Ignoranz. Wie gehe ich damit um? Also der Professor Dr. Günther Enderlein hat ja bis zum Lebensende, bis 94 Jahren war er in seinem Büro und hat geforscht, etwa 40 Jahre lang, wie es bekannt ist, und er hat nie aufgegeben, das zu publizieren.
Und trotzdem, er ist definitiv nie gewürdigt worden. Bis heute ist es nur in Insider-Schuhen bekannt. Also die Szene, die jetzt außerhalb in der etablierten Medizin, weiß davon nichts und ignoriert es auch vollkommen. Und ich kann es auch verstehen, weil ja letztendlich das Blut offiziell vor 150 Jahren von Louis Pasteur als steril erklärt worden ist. Ja, Professor Virchow und so weiter, die haben es dann, Louis Pasteur hat nur auf seinem Sterbebett dann gesagt, das Milieu ist alles, die Mikrobe gar nichts. Und vorher war natürlich das etablierte Denken dann schon manifest, indem man sagte, die Mikrobe ist alles, die muss bekämpft werden, das Milieu ist gar nichts. Und das hat sich eben nicht nur eingeschlichen, sondern ist heute noch als etablierte Medizin so in der Lehrmeinung, dass das Blut offiziell steril ist. Das kennt der Arzt auch gar nicht anders. Und ich kann das vollkommen verstehen, weil er in dieser Richtung nur denken kann, also auch nur handeln kann. Ich würde da trotzdem nochmal nachfassen, wenn du die Bilder, die du hier gezeigt hast, vor allen Dingen dann, wenn es um bewegte Bilder ging, also um die Filme, dass man bei so etwas, und die sind ja verfügbar, also die kann ich ja heute im Internetzeitalter mir ansehen, mir aufrufen, und dass ich, wenn ich so etwas sehe, noch der Auffassung bin, ich habe da etwas quasi Totes oder etwas, was ja eben, wie du sagst, steril ist, nicht lebt, und ich sehe da eine unendliche Aktivität, eine Vielzahl in unterschiedliche Richtung. Wie ist dann zu erklären, dass man das immer noch ignoriert? Oder gibt es da andere Gründe für? Also es gibt andere Gründe, klar, aber dass man, wenn man sich solche Videos anschaut, solche Filme anschaut, da ist so viel Aktion und Aktivität. Also spätestens da muss doch dann eine solche Argumentation aufhören. Ja, nein. Also ich habe ja auch in der Ausbildung immer wieder Ärzte dabei, und da sehe ich ja, dass am Anfang im Allgemeinen schon eine Blockade, da ist nicht klar, wenn man als Arzt zum Heilpraktiker geht, zur Ausbildung, ist das ja schon ein Schritt. Und dann hatte ich auch zwei Ärzte, die sagten ja, als sie das eben erkannt hatten, dass es hier Leben ist, wie kann man uns das vorenthalten? Wie ist das möglich, dass wir als Ärzte die Grundlage des Lebens noch gar nicht wissen oder erkennen oder erforscht haben? Oder beigebracht bekommen. Ja, es ist also nicht nur beschämend, es ist äußerst merkwürdig, dass wir hier von Dingen reden, die einfach da sind, und diese Filme sind nicht vom Tisch zu wischen und die parasitäre Form auch nicht, die es natürlich auch nicht gibt, wenn es keine Symbionten gibt. Ja, und wir haben nach einer Chemo locker ein steriles Blut, das kann ich Ihnen zeigen, da ist es ausgelöscht, jedes Leben. Und so kann ich das auch schon, ich kann es verstehen, aber diese Ärzte, die ich damit ausgebildet habe, die haben komplett ihr Leben verändert, ihre Praxen verändert, haben sich natürlich diese Dinge gekauft und die Praxis dementsprechend komplett umgestellt. Also es ist wie in vielen anderen Bereichen auch hier so, dass das, was die Schulwissenschaft einem beibringt, etwas ist, was an der Realität und der Wirklichkeit, Ökonomie haben wir es ja genauso, völlig vorbeigeht. Und vielleicht ist das auch diese Barriere, dass die ist natürlich einem Arzt, der in dem Bereich, in dem Milieu, im wahrsten Sinne des Wortes dann aufgewachsen ist, unendlich schwerfällt, den Sprung in die Freiheit zu tun. Unendlich schwerfällt. Ja, also wirklich, ich habe da totales Verständnis dafür, weil erstmal ist es ja nicht im Bewusstsein. Wir sehen doch an uns selbst schon, wie schwierig das ist, das in unser Bewusstsein reinzubekommen, ohne jetzt alles tausendmal in Frage zu stellen. Aber wir sehen es, wir haben es drin. Es ist bei jedem Menschen sofort sichtbar, sobald man ein Tröpfchen Blut abnimmt. Dafür braucht man nicht mal ein besonderes Mikroskop. Und ich kann nur sagen, dass vom rein schulmedizinischen Gesichtspunkt, diese Sterilität des Blutes ist ja eine anerkannte Lehrmeinung, da passt es doch gar nicht in das medizinische Schema. Es geht gar nicht. Wie ich vorhin sagte, müsste man die ganze Medizin, die ganze Geschichte neu schreiben, was nicht mehr geht. Das ist einfach das viel zu sehr etabliert. Aber was wir ja auch sehen, dass wir wirklich in der Sackgasse sind, und zwar am Ende der Sackgasse.
Wir müssen das neu schreiben. Also wir haben in anderen Bereichen, es gibt den schöne Bonmot von Karl Marx, die herrschende Geschichtsschreibung ist die Geschichtsschreibung der Herrschenden. Das, was wir hier sehen, die herrschende Medizin ist die Medizin der Herrschenden. Und das sind vor allen Dingen die, die natürlich mit diesem ganzen Apparat Geld verdienen. Und du hast jetzt das zwar nicht gezeigt, aber ich bin dir dankbar, dass du es noch angesprochen hast. Vielleicht noch ein Satz dazu. Wie sieht die Fotos oder wie sehen die Filme aus, die du uns gezeigt hast nach einer Chemobehandlung? Was würden wir da sehen? Ein steriles Blut. Wir sehen starre Zellen, die toxisch schon gar nicht mehr können, sondern wirklich genauso belastet sind, wie wir selbst körperlich erscheinen, weil also toxischer als von der Therapie her, als eine Chemo, die gibt es nicht. Und es ist ja auch bekannt in der Onkologie, dass die Chemo ja nicht mehr zur Lebensverlängerung gilt. Wie sagte Dr. Krämer? 3,5 Jahre Überlebenszeit mit Chemo, 12 Jahre ohne. Das können wir uns aussuchen. Ja, das heißt, er wollte auch nur sagen, wie toxisch das ist. Und eine Chemo zu überleben, das ist schon gewaltig. Ein Krebs ist doch nicht so schwer. Wir müssen doch nur wissen, wo kommt das her? Wie hat sich das entwickelt? Ich möchte dir und auch Ihnen sagen, meine nächste Vision ist ein Film. Einen richtigen, schönen, großen Kinofilm. Und da, wo das innere Leben synonym mit einer Geschichte abläuft, die Schauspieler spielen, so wie wir es jeden Tag im Fernsehen sehen, jetzt eine Geschichte erzählen und beständig aber auch mit dem Mikroskop im Blut genau diese Dinge anschauen. Wenn jetzt einer zum Beispiel in ein Krebsgeschehen hineinrutscht und er kriegt die Chemo und wir sehen im Blut, was da abläuft, wir sehen diese krasse Milieuveränderung, wir sehen das ganze parasitäre Zeugs, was sich dann aus den Symbionten entwickelt, wo der Teich tatsächlich umgekippt ist. Und dann, wenn er durch seine Lebensveränderung, durch eine Erkenntnis, was da abläuft, wieder seinen Weg ins Leben zurückfindet und die Symbionten letztendlich wieder alles ausgleichen und er ein ausgeglichenes, freies Leben hat und damit eben gelernt hat, was ihm der Krebs erzählen will, so eine Geschichte möchte ich machen. Also, ganz kurz, wenn hier Filmemacher sind oder Sponsoren, dürfen Sie gerne zu uns an den Stand kommen. Eine schöne Vision, ein schönes Schlusswort und ich drücke dir die Daumen, dass das Wirklichkeit wird und es wird Wirklichkeit. Wir manifestieren es gemeinsam, denn ich glaube und bin sicher, dass wir dadurch ein noch viel breiteres Aufwachen als durch solche Bilder, die schon sehr, sehr eindrucksvoll waren, erreichen und erzielen zum Wohle der Menschen und deren Gesundheit. Und darum geht es. Ich sage dir, Eckart, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Dein Applaus. Danke dir.